Es sind oft die kleinen Dinge, die still und heimlich aus unserem Leben verschwinden. Die Limo-Dreiecksdose, der Kaffeevertreter mit der Melone, Telefon mit Wählscheibe, Bildchen in belgischer Schokolade, das Testbild, Rabattmarkenheftchen und die Jod-S11-Körnchen. Ein weiteres Relikt der Vergangenheit war nun unser Ziel. Diesmal haben wir uns Richtung Kasselburg auf die Socken gemacht, weil im Dunstkreis der Kasselburg gibt es nicht nur Wölfe, sondern es gibt auch eine interessante Technik, die schon fast ausgestorben ist. Dafür haben wir das Forsthaus aufgesucht. Früher auf fast jeder Kirmes und in vielen Restaurants zu finden, die Wasserorgel, deren Fontäne mit Orgelpfeifen zumeist klassischer Musik einen ballettartigen Tanz aufführte. Ja, und im Forsthaus an der Kasselburg treffe ich Roland Schmidt. Sie sind der Besitzer dieser Wasserorgel, aber Sie sind nicht der Erbauer gewesen. Nein, das war eine Firma aus Karlsruhe, Firma Machauer. Mein Vater hatte die Idee gehabt, 1981, für die Kunden noch etwas zu bieten und hat dann die Wasserorgel halt ins Leben gerufen. Nun fand man Wasserorgeln ja früher fast auf jedem Kirmesplatz. Heute sind sie ausgestorben. Kommen Leute extra her, die sagen, wir wollen noch mal im Leben eine Wasserorgel sehen? Ja, die Leute kommen schon, wollen die sehen. Ich mache ja auch Werbung damit. Und die kann man also nicht wegmachen, auch wenn sie schon ziemlich alt ist. Wie wird denn so eine Wasserorgel eigentlich gesteuert? Sitzt da jemand, bei Orgel denke ich ja immer noch an Organisten in der Kirche, der sitzt und irgendwelche Tasten bedient? Nee, das war vielleicht früher mal so. Heutzutage geht das alles digital, CD-Spieler. Und dann werden die Impulse von der CD, die Frequenzen praktisch, abgerufen und an die Wasserorgelschaltung weitergegeben. Die so Schützen da drin, die steuern halt die Pumpen und die machen die Figuren. Und wie viele Lieder haben Sie so auf Lager? Das kann man machen, so viel man will, von ABBA bis Frank Zappa, aber vorwiegend Instrumental, Walzer, in der Richtung was. Kommen denn Leute zu Ihnen rein und sagen, ich möchte dieses Lied zur Wasserorgel hören? Ja, ab und zu von früher halt, diese von früher kannten, so mehr so klassische Sachen, aber die habe ich kaum noch. Wie viel Wasser verbraucht eigentlich so eine Wasserorgel? Die verbraucht kein Wasser, das ist ein Becken, da sind 8000 Liter Wasser drin und da sind Tauchpumpen halt, die immer wieder von dem Wasser speisen halt. Wenn jetzt ein Schaden an der Wasserorgel ist, gibt es noch Firmen, die sowas machen? Nee, muss man alles selber machen. Okay, da würde ich sagen, da gucken wir uns jetzt mal die Technik an. Ja. Wer nun aber eine riesige Anlage erwartet, wird enttäuscht werden. Heute lässt sich alles mit einer kleinen Technik steuern. Bereits bei den alten Römern waren Wasserorgeln sehr beliebt. Erfinder war allerdings ein Grieche. Ja, und wir sind im Herzen der Technik angekommen und haben ja vorhin erfahren, dass der Orgelspieler hinterm Vorhang der Vergangenheit angehört. Wie sieht denn die Technik von so einer Wasserorgel heute aus? Da ist ein CD-Spieler, ganz normale CDs, kann man jede CD reintun, die man möchte, vorwiegend aber instrumental. Und die läuft dann über das Mischpult. Und hier ist ein Gerät, was die Frequenzen der CD abruft und diese Impulse an die Wasserorgel weitergibt. Und damit werden dann die Pumpen 14 Stück an der Zahl gesteuert. Es gibt nicht mehr viele Wasserorgeln in der Eifel. Hoffentlich verschwinden die letzten Exemplare nicht auch bald still und heimlich. Und wir verabschieden uns von Roland Schmitz und können nur hoffen, dass Sie Ihre schöne Wasserorgel noch viele, viele Jahre erhalten, denn sie gehört ja auch zu einem Relikt, was es bald nicht mehr geben wird. Ja, vielen Dank für Ihr Erscheinen. Und wir sehen uns an der Wasserorgel. Alles klar. Der Vorhang zu, noch Fragen offen?